Lieben, ich bin wieder da mit einem Video. Und zwar habe ich heute den Haul von Scrapberry für euch. Ich habe heute schon wieder vorsortiert, weil es war ein riesen XXL-Karton. Und ja, also euch das jetzt anzutun, dass ich euch alles doppelt und dreifach zeige, wollte ich jetzt natürlich nicht. Und dadurch habe ich ja alles vorsortiert, so dass ich jeweils nur einmal habe von allen Sachen. Und ja, das zeige ich euch jetzt wieder. Ich fange am besten an mit den 6x6 Blöcken gleich, also 15x15 cm Blöcke. Da sind auf jeden Fall heute ein paar neue bei, also ein paar richtig, richtig hübsche. So, und zwar habe ich als erstes diesen Block. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal bei hatte. Ja, ihr seht's. Das sind die Muster, die da drin sind. Seht ihr hinten, so sieht das Papier aus. Ja, sind 24 Sheets drin, doppelseitig. Ja, ist immer, oben ist immer das Hauptmuster sozusagen und das ist immer das auf der Rückseite. Ja, das war der. Dann habe ich davon noch diesen Block. Den kennt ihr aber auf jeden Fall schon, den habe ich schon öfter mitbestellt. Dem Papier hinten. Dann hier diesen, The Sweet Life. Den kennt ihr auch schon. Den habe ich nämlich schon ja fast jedes Mal eigentlich dabei. Da seht ihr die Papiere auch nicht wirklich. Also die sieht man nur hier vorne. So ein Teil eben. Ich zeige euch das mal ein bisschen dichter. Ist eben so mit Bäckermäßig so ein bisschen. Dann ist das hier ist einer von den neuen Blöcken. Das sind jetzt einige, die wirklich neu sind. Es sind aber auch ganz, ganz, ganz viele, sind wirklich komplett rausgegangen. Die werden wohl erstmal nicht wiederkommen. Leider auch für Force Friends und so. Also diese beliebten Blöcke eben. Da sind wirklich ganz viele, die ja schon Ewigkeiten nicht mehr lieferbar sind und die werden wohl auch nicht reinkommen. Zumindest dieses Jahr nicht mehr. Ja. Hier hinten könnt ihr die Papiere genauer sehen. Auf jeden Fall ein sehr schöner Block. Davon gibt es auch jeweils 12x12 Blöcke. Habe ich jetzt ein paar habe ich dabei, aber nicht alle. Dann habe ich diesen Block. Ist auch sehr, sehr hübsch. Seht ihr auch das Papier so schon ganz gut. Ich zeige euch hinten natürlich das noch einzeln. Das ist der. Diesen hier kennt ihr schon. Das ist hier dieser Basic-Block mit den Katzen. Oder Katzen ja nicht mal. Na auch, aber ja auch diese Vögel und Fische und ja, alles drum und dran. Falls ihr jemanden schnarchen hört, das ist mein Hund. Ja, er ist schon wieder so im Tiefschlaf, dass er schon wieder schnarcht. Bevor ich gerade noch gekuschelt habe mit ihm. Komisch, dass Hunde immer so schnell schlafen können. Dann diesen hier. Das ist auch ein sehr schöner neuer Block. Jo, das war auch einer von den Hunden. Falls ihr überhaupt was davon hören solltet. Was sind denn diese Papiere drin? Den gibt es auch in 12x12. Da sind die Papiere relativ gleich. Den habe ich aber heute auf jeden Fall nicht dabei. Dann haben wir Sweetheart. Den kennt ihr auch eigentlich schon. Den habe ich auch letztes Mal dabei gehabt. Sind auf jeden Fall recht schöne Papiere. Denn hier diesen Forest, den kennt ihr auch schon. Also den habe ich auch eigentlich relativ jedes Mal dabei. Deswegen brauche ich euch das ja auch immer nicht Ewigkeiten an die Kamera halten. Dann haben wir diesen. Der ist auch neu. Und den finde ich zum Beispiel richtig, richtig cool. Da habe ich auch Einzelpapiere ein paar mitgestellt. Ja, ich zeige euch wieder hinten.
Seht ihr das immer besser? Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Die Einzelpapiere, also die 12x12 Papiere sind auf jeden Fall noch cooler bei dir im Block sogar. Finde ich jetzt persönlich. Ich glaube, das war jedenfalls von der Reihe. Und dann mein absoluter Lieblingsblock bei denen jetzt, Winter Wonderland. Den habe ich definitiv für mich auch mitbestellt, weil der ist so schön. Ich finde den so mega happy, schön. Ich mag ja so Weihnachtspapier eigentlich gar nicht, aber dieser Papierblock, der ist echt ein Traum eigentlich. Also ich finde den persönlich sehr, sehr schön. Das sind die Papiere. Jo. Ihr wollt gerne sehen, aber die Kamera möchte nicht, dass ihr das seht. Das merkt man ja schon wieder. Ach ja. Die liebe, liebe Kamera. Oh, das ist manchmal, das ist echt furchtbar. Ach ja, ich liebe das so. Das ist echt furchtbar, wenn er das nicht fokussieren tut. So, ich hoffe, dass es denn jetzt endlich halbwegs geht und auch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es gerade ganz schlimm. Ich mache mir jetzt hier noch mehr Licht an, in der Hoffnung, dass es dann besser ist. Aber es wird leider noch nicht besser. Jetzt, endlich. Ich hoffe, ihr könnt die Papiere jetzt endlich sehen. Es tut mir echt leid, wenn das so lange dauert manchmal. Ich nehme die jetzt mal hier weg, weil das wird sonst zu hoch. Dann haben wir diesen hier, Sweet Dreams. Diesen Katzenbabyblock. Den finde ich auch immer mega süß. Der ist auch sehr, sehr niedlich. Dann hier diesen. Das ist auch wieder ein neuer Block. Ich habe auch von allen neuen Blöcken definitiv diesmal was mitbestellt, egal ob bestellt oder nicht. Die sind auch noch nicht in der Gruppe drin. Die werden auch nicht reinkommen erstmal. Aber ich werde sie definitiv in meinem Online-Shop nachher mit aufnehmen, wenn sie noch da sind. Bis da können ja schon wieder neue Blöcke da sein. Das geht da immer sehr, sehr schnell. Das ist auch einer von denen. Den hier zum Beispiel habe ich aus Versehen, ich glaube, 10 Mal oder so mitbestellt. Ich wollte ihn eigentlich nur 5 Mal haben. Ja, habt ihr nur aus Versehen wo 5 10 Mal bestellt, wegen meiner Maus. Habe ich ja in einem von den anderen Videos schon gesagt. Also wer an diesem zum Beispiel Interesse hat, den habe ich definitiv hier ein paar Mal. Und dann habe ich diesen noch. Und hier merke ich gerade, hier hatte ich jetzt nur 2, glaube ich. Ich habe den aber mehr bestellt, glaube ich. Also ich weiß irgendwas, glaube ich, von 3 Mal mindestens. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Oder vielleicht auch nur 2 Mal. Ich weiß es nicht. Also für mich wollte ich den nicht haben, weil irgendwie ist mir da nichts. Aber der wurde, glaube ich, auch bestellt von einer Kundin oder so. Ich muss mal genau gucken. Den gibt es auch in 12x12, also in groß. Also ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, es kann sein, dass ich ja ein paar Blöcke vergessen habe, mit reinzunehmen in der Bestellung. Bin ich mir gerade echt unsicher. Da muss ich mal genau gucken, wenn ich dann beim Verschicken bin. Wenn, dann tut mir das echt leid. Manchmal ist es echt, ja, echt schlimm, das hinzukriegen mit den Bestellungen. Also ich finde das manchmal echt nicht einfach. Es tut mir leid, wenn ich mich hier juck, aber das juckt irgendwie gerade so. Das waren die Blöcke. Dann habe ich 12x12. Wenn ich sie dann hochkriege. So, dann zeige ich euch jetzt so nach und nach die 12x12 Papiere. Also einmal Einzelpapiere und auch Blöcke, alles in einem jetzt so. Meine Matte, die fliegt hin und her. Ja, Entschuldigung.
Einmal habe ich dieses Papier wieder mitbestellt, das kennt ihr auch schon. Das ist auch in meiner Gruppe mit drin verfügbar und so weiter. Dann, ja, diesen Block. Hier, The Taste of Winter in 12x12 eben. Der ist richtig, richtig hübsch. Schon alleine dieses Bild hier, das ist so schön. Das kann man ja auch weiter verarbeiten. Ich zeig euch. Nee, ich zeig euch nicht die Papiere, weil die sind hier vorne drauf. Das sind die Papiere. Das sind immer die Einzelpapiere drin da drin. Aufmachen möchte ich ihn, wie gesagt, nicht gerne. Ich finde den aber sehr, sehr hübsch. Gerade das mit den Blumen zum Beispiel oder auch das mit Rehe eben. Das ist richtig schön. Ich finde den wirklich super schön. Dann haben wir dieses Papier. Und das meinte ich zum Beispiel, das ist... Ja, das ist definitiv von der Reihe. Also das ist in dem großen Block zum Beispiel da mit drin. Von der Reihe. Also in dem 12x12 Block. Wer den haben möchte. Also da müsst ihr mir immer per PN Bescheid sagen, wenn ihr davon was haben möchtet. Das sieht auf der anderen Seite so aus. Finde ich auch mal cool. Ist eben mal nicht einseitig bedruckt. Finde ich sehr cool, den Block. Das Papier meine ich. Weil das ist ja eben Einzelpapier. Muss ich mal überlegen, was ich damit mache. Also ich habe das ja nicht unabsichtlich mitbestellt. Ich habe da schon was vor mit. Ich weiß noch nicht genau was. Dann haben wir den hier, den kennt ihr auch schon. Hier Legi 12x12. Sind dann diese Einzelpapiere wieder drin. Das ist jetzt einseitig bedruckt. Ja. Dann habe ich dieses Einzelpapier mitbestellt. Mit den Uhren. Das finde ich auch mal cool. Das ist hier von der Reihe. Da war auch der Einzelblock, also der 6x6 Block dabei. Den gibt es auch in 12x12 natürlich. Habe ich jetzt hier aber, glaube ich, nicht mitbestellt. Auf der Seite sieht das dann so aus. Hier mit The End. Finde ich auch mal richtig cool. Und hier ist ja so eine Uhr drauf. Dann haben wir den Basic Block. Also diesen mit der Katze. Hier mit den Vögeln und so. Das ist auch cool. Das sind hier die Papiere, die da drin sind. Ja, ich sag ja, wenn ihr was schnarchen hört, also der wird gerade schon immer lauter. Benny! Hör auf zu schnarchen! Dann habe ich dieses Papier. Das ist auch von dieser What's Life Forever Serie. Das ist auch dann in dem 12x12 Dings mit drin. So wie eben das andere eben auch mit den Uhren. Ja. Ist auf jeden Fall ein richtig schönes Papier. Deswegen habe ich das sogar ja, mehrfach mitbestellt. Ja. Ach, dieser Hund. Dann dieses hier, das kennt ihr. So, das kennt ihr auf jeden Fall. Das habe ich schon ja öfter gezeigt auch. Genau wie diesen Block hier, Holiday Romans. Da zeige ich euch wieder die Einzelpapiere. Sofern es denn möglich ist. Bei der ist relativ beliebt, auch der Block. Da wird viel mitbestellt. Ja. Dann haben wir Primavera, den Block. Der ist jetzt ja zum Glück auch wieder vorrätig. Der war ja ein... kurzen Augenblick war der nicht lieferbar. Also ich glaube, einen Monat oder so nur. Der kam zum Glück wieder. Ich weiß nicht, ob der im Moment lieferbar ist. Ich habe schon ein paar Tage nicht mehr genauer geguckt. Wegen diesem Block jetzt zumindest nicht. Dann haben wir In Blumen. Den weiß ich gar nicht. Doch, den hatte ich auch schon mal bei. Den finde ich auch sehr, sehr hübsch, den Block. Oh Gott. Also das habt ihr ganz sicher gehört. Es tut mir leid. Ich glaube, nächstes Mal muss ich den Hund aus dem Zimmer schmeißen. Ach, nee. Ich hoffe, das stört euch nicht so extrem mit dem Hund.
Das ist ein sehr schönes Papier hier, das mit den Blumen, das gefällt mir super gut. Dann haben wir hier Winter Wonderland. Den hatte ich, glaube ich, auch für mich mitbestellt. Doch, ich glaube, ich habe mir den in groß mitbestellt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Der ist so schön. Schau doch mal an. Ist so toll. Wenn ihr alles gut? Ich glaube, er hat gerade geträumt und ist aufgewacht. Das ist richtig schönes Papier. Auch so mit der Uhr und Christmas Happy und so ein rosa, blau-weiß gehalten und so. Ich liebe das. Ich finde das wirklich, wirklich total schön. Guck mal hier, das mit der Schneekugel. Schneekugel? Nee, das ist, nein, das sind, glaube ich, Wölfe. Ich würde den Block am liebsten aufmachen. Ich weiß es nicht genau. Dann habe ich hier Einzelpapier, und zwar dieses, mit diesen, ja, großen Project Life Karten. Sind dann 600 Karten drauf. Und ich gucke mal kurz, ob das jetzt alles das gleiche war. Ich glaube, ja. Ja, das ist alles das gleiche. Dann haben wir diesen Block. Den habe ich jetzt das erste Mal mitbestellt. Da habe ich auch schon selber viel überlegt, aber der ist nicht so günstig. Und ja, ich finde ja dieses Gold-Weiße. Ich bin im Moment totaler Fan von diesen Gold-Elementen. Nur ich finde keinen richtig coolen Block, der wirklich so alles komplett mit Gold-Elementen und so hat. Dieser zum Beispiel hat jetzt nur, ich glaube, zwei oder drei Bögen, wo Gold-Elemente drin sind. Das ist außerdem Kit. Also es sind jetzt hier drin drei Sheets mit Doppelseiten. Und sechs Sheets mit Doppelseiten. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier nicht ganz richtig. Das könnt ihr euch ja sonst selber durchlesen, weil ich bin nicht ganz so der Englischprofi. Ah, es sind drei Seiten mit Goldfolie, so. Und sechs Seiten mit normalem doppelseitigen. Ah, jetzt komme ich. Klar. Und eben der Stickerbogen, der hier vorne drauf ist, der ist natürlich auch mit drin. Ja, ich zeige euch die Papiere mal noch genauer. Das denke ich mal, sind das die drei Papiere sind dann mit Goldeffekt. Bei denen sieht man es ja schon extrem. Ja. Das könnte auch mit Goldeffekt sein. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich gucke da auch nicht rein. Nein. Ich mag das nicht mehr. So, und hier ist dieser Stickerbogen. Den kann ich euch nämlich so schön zeigen noch. Weil der hinten so schön drauf gemacht ist. Der ist cool. Wie klebt es? So, dann haben wir hier dieses Einzelpapier wieder mit diesen Traumfängen und so. Das ist von Primavera, ja. Also das ist auch ein 12x12 Primavera-Block mit drinne. Mit diesen Karten unten. Dann habe ich dieses Einzelpapier mit den Babykatzen, mit diesen kleinen Karten. Finde ich auch mal sehr süß. Ich bin auch gerade am Überlegen, weil ich muss ja noch Weihnachtsgeschenke machen und ich bin am Überlegen, ob ich ein Babyalbum mache für den Freund meiner Schwester, weil die haben dieses Jahr ein Baby bekommen und ja, er liebt den Kleinen natürlich über alles und ja, ich bin da am Überlegen, ob ich ihm denn ein Album mache mit Fotos von dem Kleinen drinne. Ja, und da muss ich mal gucken, was ich denn an Papier verwende. Da wäre das natürlich auch ganz cool. Da bin ich gerade am Überlegen, weil so viel babymäßig habe ich nämlich nicht. Muss ich mal schauen. Dann haben wir hier diesen Sweet Dreams. Den könnte ich ja natürlich dann gut gebrauchen dafür, denke ich. Oh ja, da bin ich gerade echt am Überlegen. Aber ich glaube dann eher den kleinen Block davon. Solange es den zumindest noch gibt. Weil ich weiß nicht, wie lange es den noch geben wird. Da bin ich gerade echt am Überlegen, ob ich mit denen dann nehmen tue dafür. Den müsste ich mir dann mitbestellen. Dann haben wir dieses Einzelpapier. Das gibt es zum Glück noch von diesen. Ja, Babyhasen. Ich finde den Babyhasen so süß. Nur leider gibt es die Papiere kaum noch davon. Auch die großen anderen Blöcke und so, da gibt es nichts mehr von. Finde ich total schade. Dann
Hier diese größeren Karten von der Babykatze. Super hübsch. Ich finde die süß. Gerade auch diese Karten kann man ja auch richtig genial benutzen für so ein Mini-Album. Hier kann man zum Beispiel schön raufschreiben. Hier Gewicht und sowas. Und, oh, ich finde die eigentlich richtig cool. Ja, ich glaube, ich werde das machen. Aber da muss ich mir unbedingt noch so eine Blöcke mit bestellen. Dann haben wir diesen Einzelbogen. Ich nenne ihn immer Laufrot. Weil das kann ich mir immer ganz gut merken, denn mit diesen Fähnchen. Vor allem gibt es einmal in Rosa und einmal in Rot. Mit den Fähnchen. Die sind natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Aber dadurch merke ich mir das immer besonders gut, welcher Block denn gemeint ist. Dann diesen hier mit diesen Karten. Das ist auch sehr hübsch. Super schön. Das ist jetzt zum Beispiel von der In Bloom Collection. Falls ihr es sehen solltet. Ich glaube gerade nicht wirklich. Okay, er will nicht. Jetzt will er trotzdem noch nehmen. Guckt hier. Hier ist jetzt zum Beispiel. Wartet, wo ist das Loft? Ich bin gerade irritiert. Ich habe mir das immer gemerkt, dass hier oben Lauf drin steht. Aber da ist gar kein Lauf, sondern das ist Lauf. Auch nicht schlecht. Aber ist egal, merke ich mir trotzdem so. Ja. So bin ich dann halt. Irgendwie will der Fokus gerade nicht, oder? So, ich hoffe, das seht ihr jetzt besser. Entschuldigt für die Unterbrechung. Meine Speicherkarte war voll. Das tut mir echt leid. Ich habe noch ein paar 12x12 Sachen für euch. Und zwar einmal diesen hier. Also das ist wieder Einzelpapier. Hier. You and Me ist das die Collection. Die gibt es leider auch nicht mehr als Blöcke. Gibt es ja noch einzelne Papiere, ein paar von. Ja, finde ich sehr, sehr schade. Dann noch zwei Winterpapiere. Die waren im Sale, deswegen habe ich mir die ja ein paar Mal mitbestellt. Das seht ihr, sind so Karten. Da bin ich am Überlegen, weil ich noch ein bisschen was Weihnachtliches hier machen möchte und so, deswegen habe ich das mal mitbestellt. Vielleicht interessiert sich dafür noch jemand, wenn jemand einen so einen Bogen oder mehrere auch gebrauchen kann, muss, will noch. Jetzt zu der nächsten Bestellung, dann muss er sich noch bis zum 20.11. melden bei mir. Weil ab 20.11. ist ja Bestellstopp diesen Monat. So dass jeder das, wenn es geht, noch vor Weihnachten bekommt. Deswegen machen wir das dieses Mal ein bisschen früher. Ja, ein Bogen 50 Cent. Genauso wie mit diesem Bögen noch. Also wer daran noch Interesse hat, darf sich gerne noch melden. Das ist kein Problem. So, jetzt habe ich noch Einzelsachen für euch. Erstmal ein paar Stanzer. Und zwar mal wieder diesen hier. Den kennt ihr schon. Dann noch ein paar ja, Bordürenstanzer. Das ist hier einmal ja, dieser Lochstanzer. Dann. Ja, diese Welle. Ich nenne das immer Welle. Finde ich auch ganz cool. Und diesen mit den Sternen. Den finde ich mit am schönsten. Und dann noch den ja, normalen Eckenabrunder, der irgendwie gerade verunstaltet ist. Ja, den gibt es eigentlich immer. Also das ist eigentlich nie ein Problem. Dann habe ich diese Teile hier mal mitbestellt. Und zwar wollte ich die ganz gern haben zum ja, Abformen hauptsächlich. Und zwar hauptsächlich diese beiden Rahmen möchte ich mir abformen. Den Rest weiß ich noch nicht, ob ich das mal verarbeiten tue oder ob ich das noch abgebe oder so. Aber ich denke mal, ich werde es verarbeiten.
Man könnte die auch abformen, aber ob das gut funktioniert, weiß ich nicht. Ja, daher werde ich das wohl eher lassen. Meine Katze macht schon wieder die Tür auf. Auf jeden Fall würde ich diesen Rahmen unbedingt abformen. Ja, deswegen habe ich mir das mal mitbestellt. Die sind gar nicht so günstig, die Sachen. Und hier habe ich mir das mitbestellt wegen der Feder und wegen dem Einhorn. Und auch zum Abformen. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Davon gibt es auch noch ein paar andere Sets, aber nicht allzu viel. Dann habe ich ein paar Papierblumen. Und zwar haben wir hier einmal in so einem dunklen Rot. Das ist besonders schön, finde ich. Dann diese rosen. Die habe ich, glaube ich, schon öfter bei gehabt. Dann diese braunen. In Blau. Blau-weiß so. Finde ich auch sehr hübsch. Die finde ich besonders ein Kracher. Also die sind richtig, richtig hübsch. Das ist ein richtig hübsches Pink. Und hier so ein hellrosa ist das. Leider gibt es hier jetzt ja keine weißen. Ich finde das so schade. Weiß hätte ich am liebsten mit ins Kreativpack gepackt, aber das ging leider nicht, da ja weiß ausverkauft ist. Und dann habe ich noch diese Lilien, sind das, glaube ich, mitbestellt. Steht da was drauf von Lilien? Ja, das sind Lilien. Ja. Finde ich auch ganz cool. Diese hier sind auch noch, das ist ein buntes Set. Mit so Blättern drin und so. Das sind auch Stoffblumen, glaube ich. Oder Mulberry Paper. Also aus Mulberry Paper sind die wohl gemacht. Dann habe ich Stempel. Zumindest erstmal zwei oder einen oder wie auch immer. Ah, Entschuldigung, ich musste den gerade mal hochholen. Und zwar haben wir diese beiden. Hier haben wir noch einmal Papierblumen. Dann haben wir diesen Stempel. Ist auch besonders schön. Dann den hier, den kennt ihr auch schon. Dann diesen hier, der ist sehr, sehr, sehr beliebt. Den hier. Und diesen. Dann habe ich Washi-Tipps, glaube ich, für euch. Glaube, das ist alles. Und zwar habe ich einmal dieses hier. Das ist so schön. Das habe ich auch echt ja häufig mitbestellt. Wer das haben möchte, kann sich sehr gerne melden. Ich denke mal, eine Person weiß ich da schon, die sich bestimmt melden wird. Kann ich mir gut vorstellen. Dann habe ich dieses mitbestellt mit diesen Schneeflocken. Dann dieses hier. Dann habe ich dieses, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Das ist so durchsichtig mit so hier Bärchen drauf. Und genau das gleiche habe ich in Blau. Ist eigentlich genau das gleiche, nur eben in Blau und bunt und so. Und dann habe ich noch dieses mit den Monaten. Da sind dann alle Monate drauf. Finde ich auch mal ganz cool. Ist November, Dezember. Echt alle Monate da. Und dann habe ich einmal bestellt hier. Ja, dieses Tape. Das ist so ein ja, Set mit diesen vier Tapes. Die sind jetzt nicht ganz so günstig, die Tapes. Aber ich muss mal sagen, die Verpackung ist ja auch mal echt. Mega cool. Ich wollte das eigentlich haben, weil ich gedacht habe, das ist so, so Gold-Effekt-mäßig. Aber, ja, wie ihr auch sehen könnt, es ist nicht wirklich Gold-Effekt. Leider. Ich weiß noch nicht, ob ich sie wieder abgebe. Kann ich im Moment wirklich noch nicht sagen, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, ich werde sie trotzdem behalten. Und die wurden auch von einer Person, wurden die noch bestellt und. Ja, ich habe sich die ausgesucht. Ich habe davon zwei Sets. Hatte ich davon. Also zwei verschiedene und ja.
Preis weiß ich jetzt so nicht. Es war jedenfalls nicht ganz so günstig. Also kostet schon ein bisschen mehr als so ein Washi. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn da jeweils drauf. 4 Rollen, 4 Designs, ja, ist mir auch klar. Nee, da steht nichts bei, wie viel da jetzt drauf ist. Zumindest jetzt hier nicht, da könnte ich im Internet gucken, das weiß ich nicht genau. Also weiß ich jetzt so zumindest nicht. Bisschen Platz machen hier, weil da kommt ja noch mehr. Dann haben wir diese Tütchen hier einmal. Antiktütchen. Sind das so in verschiedenen Größen? Also in 2 Größen sind 4 Tüten drin. Also jeweils 2 in dieser Größe und 2 in der großen Größe. Ja. Ist auch sehr schön. Dann habe ich ein bisschen was Größeres für euch. Und zwar Sticker. Einmal diese Vintage-Sticker. Eine A4-Größe ist das. Die meisten, denke ich mal, müsstet ihr schon kennen. Einmal die. Dann einmal diese. Und dann einmal diese. Einmal diese. Glaube, es könnte passieren, dass meine Katze gleich die Tür hier aufmacht. Die Maus ist nämlich vor der Tür. Und dann habe ich einmal Cardstock mitbestellt. In weiß. Jo, sage ich ja. Da sind 10 Bögen drin, 52 Stärke. Das ist so ein ja, ganz normaler Cardstock, so wie ich das sehe. Ja, eben in weiß. Dann hier ein Stempel. Und hier noch diesen Babystempel. Habe ich auch wieder alle 3 mitbestellt von. Dann diese Chipboard-Sticker. Und diese Chipboard-Sticker. Die sind auch mal richtig cool. Dann haben wir diesen Stempel, den kennt ihr bestimmt auch schon. Dann diesen. Den habe ich auch öfter gehabt. Dann haben wir diese Karten. Das sind so auch so mit Goldeffekt. Das passt hier zu diesem Block, den ich vorhin hatte. Da sind diese Karten drin. Insgesamt 3x4 John Lee Cards, also jeweils wohl 3x. 24 Stück drin. Ja. Und doppelseitig sind die. Ja. Genau. Die sind auf jeden Fall sehr hübsch. Dann habe ich diesen Stempel für euch. Also den kann ich natürlich immer bestellen. Dann diesen hier. Den kennt ihr. Dann diese Stanzteile. Das sind diese Antikstanzteile. Die finde ich besonders schön, muss ich sagen. Die wurden jetzt auch sehr viel mitbestellt. Auch nächstes Mal wohl wieder. Die haben auch richtig so einen Glitter-Effekt mit bei und so. Also die sind richtig, richtig hübsch. Dann haben wir diesen Stempel. Und hier diesen Vintage-Zirkus-Stempel. Dann diesen. Ups. Dann diesen hier.
Dann Döl. Und hier diesen Forwarding. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Es könnte sein, dass das sonst nicht funktioniert, weil wir sind schon wieder bei 13 Minuten und bei 20 Minuten macht er einen Cut. Ja, dann haben wir den. Dann haben wir diesen noch. Dann haben wir hier den Happy Haunting. Den kennt ihr, denke ich mal, auch schon. Dann haben wir diese Papierblümchen noch. Diesen hier. Das andere kommt erst noch. Dann haben wir diesen. Wie gesagt, diese Baby. Teilchen. Dann haben wir diese hier Sticker. Sind das wohl so Labelsticker? Dann haben wir diese Chipboard-Sticker. Das sind so 3D-Chipboard-Sticker. Die finde ich auch mal richtig cool. Dann hier diese Stanzteile. No Noppel. Das ist so mit Gold-Effekt wieder. Sind auch sehr, sehr hübsch. Dann haben wir Beautiful. Auch die zeige ich euch hinten. Sind auch so mit ja, Gold mit drin. Und auch hier Happy. Die sind, glaube ich, mit, ja, also mit silbernen Zahlen und sowas drin. So, das war der letzte Rest. Dann haben wir noch diesen Stempel. Und dann sind wir mit Stempel durch. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Buttons. Das sind hier so eine Flare-Buttons. Den und den. Den hier. Den und diesen. Viele kennt ihr davon auch schon. Dann haben wir diese Swills. Mit diesen Halbperlen, die sind besonders schön, die Sachen. Dann diesen hier. Christmas Edition, Happy Holiday. Die sind alles immer sehr hübsch. Dann haben wir hier so einen nochmal in hellblau. Dann hier diesen. Und den hier noch. Dann haben wir hier noch Halbperlen. Nochmal Papierblümchen und zwar hier Afternoon Tea, die kennt ihr. Die habe ich eigentlich jedes Mal dabei. Dann haben wir hier Skelettblätter, einmal in diese Farbe, einmal in diese. Entschuldigung, einmal in dieser. Einmal so. Diego! Dann hier so eine Blätter. Solche Blätter. Ja, und solche Blätter. Dann die Skelettblätter noch mehr. Die. Diese hier. Und diese. So, und das war's auch mit Scrapberry. Ich hoffe nicht, dass es euch das jetzt gestört hat, dass ich das so schnell gemacht habe, aber ja, ich habe auch keine Zeit, nicht wirklich. Und ja, das Handy eben ist immer ein bisschen blöd mit der Aufnahmegröße. Und ja. Deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Das ist ein Tauschvideo. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Tschüss.